Die Wittnauer Stangen an der Bauhausstrasse im Patig standen für eine Idee, die in Wittnau die Corona-Zeit im wahrsten Sinne vom Wort versüßt. Ein gemeinsames Projekt vom Konfiseur und der Gemeinde. Christa Köppel verratet in der Bachstube, um was es genau geht. In dem Sinn, geschätzte Vertreterinnen und Vertreter der Presse, wir machen das jetzt hier richtiggehend in der Backstube, mit dem Hintergrundgeräusch von allen diesen Leuten, die heute jetzt etwa um die drei herum gerne das Käfeli nehmen und etwas Süßes. Das passt wunderbar zu unserem heutigen Thema. Und ich möchte euch zuerst ganz herzlich danken, dass ihr gekommen seid. Wir haben heute eigentlich eine Lancierung von etwas ganz Speziellem, wo wir möchten mit euch zusammen der Öffentlichkeit vorstellen. Wir lancieren heute die Wittnauer Stängeli. Und die Wittnauer Stängeli, der Ort sagt, sind etwas Süßes, etwas speziell kreiert und sie gestattet mir, dass wir vielleicht miteinander die Geschichte von diesem Produkt anschauen. Die Corona-Zeit ist ja für uns alle eine besondere Herausforderung und wir haben von der Gemeinde im Frühling so einen Altersnachmittag, der ist immer sehr beliebt. Und es war einfach schlichtweg unmöglich, den Altersnachmittag stattfinden zu lassen. Das war einmal die erste grosse Absage, sonst einmal Metropolsaal, Full House und so, und wir allen müssen ein Netzbrief schreiben. Dann haben natürlich die Absagen sozusagen sind reingeschneit. Wir konnten den 1. August nicht abhalten. Wir haben die Neuzuzügerbegrüßung, die in Wittnau sehr bekannt ist, müssen absagen. Und dann haben wir so gefunden, ja, was machen wir jetzt eigentlich? Immer nur so Absagen rausschicken, ist ja nicht wirklich attraktiv. Wir möchten die Leute eigentlich gerade in dieser schwierigen Zeit ein bisschen bei Laune halten, ermutigen und möchten ihnen auch unsere Wertschätzung ausdrücken. Dann haben wir einmal in der Gemeinderatskanzlei, und da ist Frau Hutter, sie ist die stellvertretende Gemeinderatsschreiberin, der Herr Hannemann, er ist heute leider nicht da, er ist in der Ferien. Und die sind einmal so zusammengehöckelt und haben gedacht, was könnte man da eigentlich machen? Und dann hatten Herr Hannemann und Frau Hutter die geniale Idee gehabt, wir dürfen einmal nachdenken darüber, was ist eigentlich in Wittnau so speziell? Dann haben wir also gehirnt und dann sind wir auf unsere Bahnhofstrasse gekommen, beziehungsweise auf unsere braunen Stängeli und haben gefunden, das wäre doch etwas ganz Lässiges, wenn wir könnten die Wittnauer Stangen, sprich Wittnauer Stängeli, umsetzen in etwas Kulinarisches, etwas Süßes, etwas Wunderbares. Und dann sind wir auf den jungen Herr Huber zugegangen. Er sitzt hier, seines Zeichens Confiseur. Und dann haben wir gefunden, das ist doch auch noch ein spannendes Projekt. PPP, also Private-Public Partnership, haben den jungen Mann zu uns eingeladen und haben dann eben unser Projekt vorgestellt. Wir haben gefunden, die Stängeli müssen etwas ganz Besonderes sein. Er ist dann einmal in seine Bachstube verschwunden. Und währenddem, dass er in der Bachstube ein bisschen Sachen austestet hat, hat Frau Hutter, die sehr ein Flair hat, auch für Design und Kreativität, hat dann ein Schächtli entworfen mit den Stängeli drauf. Und der Herr Huber hat uns dann eine Kollektion von Stängeli gebracht. Und dann ist jeder, der so ins Büro kam, hat dann ein bisschen Stängeli verkostet. Wir haben dann auch noch einen älteren hergekommen, weil wir gesagt haben, ah ja, Absage vom Altersnachmittag, es muss also auch den älteren Damen und Herren muss es schmecken. Der Chef vom regionalen Führungsstab, der GPK, alle, die da ein bisschen rum waren, haben dann dürfen testen, plus ihre Meinung dazu abgeben. Und so haben wir das eigentlich immer optimiert. Und irgendwann haben wir gefunden, so, das sind ganz feine Stängeli, aber da braucht es noch einen Schuss etwas dazu. Und dann ist der Felix Halpert ins Spiel gekommen. Er ist uns ein, wie sagen wir, Biodiversist von Wittnau. Das heisst, wie sagst du der? Ortsbilderhalter. Also er hat so ein sozusagen zumindest im Zentrum von Wittnau einen ökologischen Betrieb mit verschiedenen biodiversen Aktivitäten. Plus er hat auch noch so eine Art von Hofladen, ist vielleicht fast falsch, aber so einen Showroom, einen kleinen Gourmet-Tempel. Und er macht natürlich Spirituosen, speziell. Auch einen Haufen Auszeichnungen, die er schon geholt hat.
Und dann am Abend Sport ist die Gemeinderatskanzlei in Corpore, also wir drei, zusammen mit dem Gofficeur verkosten. Und dann gefunden, so ein richtig gutes Wittnauer Edelbrändli würde diesen Stängel noch gut tun. Und dann haben wir eine alte Zwetschgen ausgewählt, die er selber macht mit seiner Frau zusammen. Sie ist heute nicht da, aber sie ist natürlich vertreten. Eigentlich sind ihr ein gutes Team, das das macht. Und dann haben wir quasi die Variante gemacht mit und ohne Alkohol. Und haben dann nachher Gucci verschickt, das haben wir jetzt gemacht, an alle die Damen und Herren, die wir eingeladen haben und nicht haben wieder müssen ausladen mussten, haben wir einen Gucci verteilt, damit sie da in der Bachstube die Wittnauer Stängel abholen können. Jetzt haben wir nachher sicher etwas für sie denn zum Verkosten und zum Zeigen. Vielleicht ist es so, dass wir noch ganz kurz von Ihnen sagen, was aus Sicht des Grand Fisseur in diesen Stängeln innen ist und was so besonders ist. Von unserer Seite her ist es einfach, finde ich, eine kleine, sympathische Geste, die den Menschen in dieser nicht ganz einfachen Zeit den Alltag versüssen sollen. Geste auch, die speziell wittnauerisch ist. Eine Geste, die auch zeigt, dass wir hier ein bisschen für Kreativität und für junges Handwerk stehen. Mit allen Zutaten, die hier sehr edel sind, auch gemacht in Wittnau. Also alles zusammen handmade in Wittnau. Und für mich auch ein bisschen ein Zeichen, dass wir, die im Büro sitzen und hier amix visionär die Gemeinde beplanen, dass wir durchaus auch ein bisschen, wie soll man sagen, Bodenhaftung haben und auch in der Lage sind, so mit jungen, kreativen Confiseuren etwas auf den Weg zu schicken. Also wir haben hier zwei verschiedene Sorten Stängel hergestellt. Eine mit Alkohol, eine ohne. Wir haben nur edelste Zutaten verwendet, wie Rahm, Butter, feine Gouvertüre und natürlich am Felix in Edelbrand. Alte Zwetschgen. Die alkoholfreie Variante ist ganz einfach mit Haselnuss-Chanduja, frisch geröstete Haselnüsse, Zucker und auch Gouvertüre, umhüllt mit Edelgouvertüre Maracaibo. Das heisst jetzt, die dunklen sind mit die, und? Die dunklen sind die alten Zwetschgen und die hellen sind Haselnuss-Chanduja. Was ist schwierig ist zum Herstellen? Ist genau gleich, oder? Es ist etwa gleich. Es braucht für beides oder für alles das Know-how und das Können. Und das Schwierigste war wahrscheinlich, dass die Gemeinde sich mal entscheiden konnte, wie der Geschmack stimmt, oder? Nehme ich an. Ja, wir sind da eine Weile dran, aber ich glaube, wir haben jetzt eine gute Lösung gefunden. Gibt es eine Steuererleichterung, oder? Ich hoffe es schwer. Schwer, hä? Wie steht es mit dem Absatz? Sind sie angekommen? Bis jetzt sind sie recht gut angekommen. Wir sind schon fast nicht gerade unter Druck, aber wir müssen gehörig Gas geben. Felix, du bist der Zwetschgenmann. Ja. Das heisst, du bist ein Schauraum. Aber wie bist du auf die Zwetschgen gekommen, dass man gar keine Zwetschgen nicht tun? Wir kreieren gerne neue Sachen kreieren auf Likör- und Schnapsbasis. Meine Frau gibt Ernährungslehre und da geht es natürlich immer um Lebensmittel und Genussmittel. Und wir stellen uns gerne einen Wettbewerb stellen, zum Beispiel an der Edelbrandprämierung in Florwil, ostschweizerisch. Und dort haben wir uns ein bisschen schauen, ob wir überhaupt beim Publikum sind, bei den Leuten, beim Konsument oder beim Kunden. Und jetzt sind wir ein angefressen worden, um so Sachen selber zu kreieren. Wie ist es denn mit der hellbraunen? Weißt du, die ohne deine Zwetschgen schon mal probiert? Die habe ich noch nicht probiert. Komm, für mich ist probieren wir mal. Du mal eins kosten. Wie für mich ist das eine Premiere. Das müssen wir mal haben. Das ist ohne Alkohol. Ohne Felix, gell? Ja, das ist ohne. Nimm mal einen kleinen Zutaten. Schlumpf da. Und? Ist es sehr süß oder wie schmeckt es? Es ist sehr aromatisch. Hat es einen gewissen Widerstand? Das hat es noch, weißt du, so ein bisschen, es hat's eine Füllung drin, außer Schoppi oder wie? Füllung ist fein. Sicher? Ja, so Füllung sehr gern. Okay, komm. Aber ich würde es auch bevorzugen mit dem Schnaps drin. Ah, komm, dann probieren wir. Wer Sorgen hat, hat auch ein bisschen Gehör. Komm, dann probieren wir mal, wie das bei dir ankommt. Deine Zwetschgen mit dem Huber zusammen, komm da. Das werden die. Ah, so, du hast schon gerichtet, doppelt, gut, okay. Wir haben schon probiert und ich finde sie sehr gut. Aha.
Patrick Huber ist das sehr gut gelungen. So. Ich habe ja nur Rohzutaten geliefert. Kreiert hat es ja er, oder? Ja, gemeint, du, ihr, ist ein Gemeinschaftswerk, hat Christa gesagt. Ja. Private. Public. Partnership. Boah. Mhm. Felix, siehst du noch? Richtig ja. Ausgedruckt, kommt etwas ganz anderes Geschmack über. Ja, man schmeckt der Alkohol, schmeckt man. Es ist relativ ein starker Likör eigentlich. Ja. Alles, was angesetzt ist, ist nicht mehr Schnaps, sondern Likör. Oder? Da hat die Zwetschge braucht etwa zwei bis drei Monate, bis sie voll reif ist, bis der Geschmack rübergeht in Alkohol. Ja. Also gleich noch aufwendig, oder? Ja, es ist noch intensiv, ja. Du bist nicht nur eine Schreibkraft, du bist sehr kreativ, hat Christa gesagt, gell? Ja, ein bisschen. In meiner Freizeit tue ich gerne etwas Kreatives machen. Es war natürlich schön, wenn ich es hier einmal im Beruf auch anwenden konnte. Du lachst ja so. Ja. Also, das macht richtig Spass, he? Hat richtig Spass gemacht, ja. Mal etwas völlig anderes, wo man entgegen vom Alltag, wo man es austeigt, nach den Tagesgeschäften, die man macht. Und es war schön, mal so eine Zusammenarbeit zu haben und nachher ein Produkt zu sehen, das man so aus dem Nichts gemacht hat. Hast du auch fleissig probiert, hä? Wo sind sie gekommen? Wo sind sie gekommen? Wir finden sie nicht mehr. Wo sind sie? Dort. So. Was hast du lieber? Hellbraun, dunkelbraun? Ich würde eher aufs Hellbraune gehen, aber ich habe auch schon die Rosaroten probieren und ich bin ein grosser Fan von der Rosaroten. Was? Rosaroten? Was ist das jetzt wieder? Ja, das ist noch eine Überraschung. Aha. Der Huber ist gut für eine Überraschung, irgendwie? Ja, definitiv. Das ist nicht etwas, was du nachgefärbt hast auf der Gemeinde, oder? Nein, die sind von Natur aus so. Also wenn man so herkommt, kann man ein hellbraunes, ein dunkelbraunes und ein rosarotes haben? Im Moment noch nicht, nein. Aha. Im Moment gibt es hellbraune und dunkelbraune. Also die Gemeinde ist noch entwicklungsfähig, gell? Eine Idee fester, nicht? Nein, nie.